shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open head. Strike up the band and make the fireflies dance. Silver moon sparkling. Ah, home sweet home. Ach, das ist gar nicht meine, aber das nehmen Sie direkt. Danke. Das war der beste Junggesellenabschied ever. Danke, 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 danke. Ich bin ja auch die beste Trauzeugin ever, ever, ever. Bist du. Aber dann musst du auch bald heiraten, damit ich mich revanchieren kann. Oh Gott, nee, das überlasse ich anderen. Hey, warte, warte, ich helf dir. Danke. Was hast du denn alles mitgenommen? Wie Steine. Hallo? Hi. Hey, Niklas. Na, mein Schatz. Wie du siehst, ich habe sie dir heil zurückgebracht. Naja, so halb. Ja, du scheinst wirklich nicht viel Schlaf bekommen zu haben. Naja, wir haben ja auch durchgemacht, damit wir gar nicht erst einen Jetlag kriegen. Ach so. Wir haben doch gesagt, was auf Hawaii passiert, das bleibt auch auf Hawaii. Hi. Hey. Nur so viel. Für die Hochzeitsreise musst du dir echt was einfallen lassen, weil das wird extrem schwer, das zu toppen. Naja, also wir beide ziehen jetzt nach Japan. Wenn das euren Urlaub nicht toppt, dann weiß ich auch nicht. Okay. Kirschenblüten im Frühling. Heiße Quellen im Winter. Und den Fujiyama vom Balkon aussehen. Und Marlene bei euch im Gästezimmer. Ich komme euch nämlich mindestens viermal im Jahr besuchen. Aha. Wehe, das sind nur leere Versprechungen. Nein, ich meine das ernst. Sehr gut. Leute, ich muss los. Ich muss ganz, ganz dringend schlafen. Mach das. Ciao. Ich hab dir was mitgebracht. Boah, wirklich wunderschön. Vielen Dank. Ja, oder? Mhm. Lass mich raten, dein Vater war hier. Ja, jeden Tag. Projekt Hochzeit. Was macht er denn nur, wenn die Hochzeit vorbei ist? Gute Frage. Dann fragt er sich wahrscheinlich ständig, wann wir endlich Enkel machen, damit er deren Taufe planen kann. Naja, bald sind wir in Japan. Ach, herrlich. Dann schlafen meine Eltern, wenn wir wach sind. Ist der neu? Der? Mhm. Den, Sorry, ist bestimmt das Büro. Den habe ich von Marlene bekommen. Glaube ich. Meine Mutter hat mir gerade geschrieben, ich muss noch mal ganz kurz ins Büro. Die will mich bei irgendeinem Meeting dabei haben. Ich beeile mich, okay? Ja. Sorry. Kein Ding. Heiratsurkunde. Na, vermisst du mich schon? Nee, ich hab deine Überraschung gefunden. Sehr witzig. Wovon redest du? Na, diese Heiratsurkunde. Die sieht verdammt echt aus. Was? Pia, ich hab keine Ahnung, wovon du redest. Komm schon, Albin Persson? Wirklich nicht. Moment, Albin? Okay. I, Pia Norden, take you, Alfred. Albin. Albin. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Was für ein schöner Name. Kommt das von Albatros? Oh, hier steht einer. Was tun wir da? Pia Norden, take you, Albatros. To be my husband, so that's the worst part. Oh mein Gott. I now pronounce you husband and wife. Ja. Danach haben wir noch ein Hula Kahiko getanzt. Willst du das auch sehen oder? Okay.